Guten Tag zusammen. Wir wollen nach dem Urlaub unsere Erkenntnisse an euch weitergeben, die wir gewonnen haben, und vor allen Dingen auch die Fragen beantworten, die ihr uns während des Urlaubs oder eben jetzt danach bei den Videos gestellt habt. Und wir haben hier 6 verschiedene Punkte und die teilen wir alle in Kapitel ein, sodass das Thema, was ihr euch nicht interessiert, das könnt ihr dann nach vorne spulen. Als erstes geht es um unsere E-Bikes. Wir sind gefragt worden, wie wir immer unterwegs sind. Also wir haben E-Bikes hier im Wohnmobil in der Heckgarage verstaut. Das zeigen wir euch nochmal. Dann geht es um die Powerstation. Wir haben eine EcoFlow Powerstation, wo viele sagen, wie kann ich das überhaupt benutzen? Für was ist es sinnvoll? Haben wir im Urlaub eine praktische Erfahrung gesammelt. Zeigen wir euch auch. Wir haben ein Heckregalsystem und da hat der Bernd Renz von der Firma Remectro uns wieder ein Gimmick eingebaut. Das wollen wir euch natürlich auch zeigen. Dann kommt noch unsere Kochplatte dazu. Da gab es viele Rückmeldungen. Eine, die nicht so toll war, aber andere wieder, die gut waren. Unsere Erfahrungen mit der Induktionskochplatte zeigen wir auch in dem Video. Und dann kommt die Wohnmobil-Keramikversiegelung, die wir ja machen haben lassen vor über einem Jahr. Auch hier gibt es einen Erfahrungsbericht. Und dann, last but not least, kommt die flotte Ursi, ja, die das erste Mal mit dem Wohnmobil unterwegs war. Und an der Fahrt lassen wir euch auch teilnehmen. Alles in Kapiteln, spult vor, was euch nicht interessiert und gebt uns trotzdem einen Daumen nach oben. Das würde uns freuen. Und gleich geht's los. Wir haben euch ja schon unsere Delta Max Powerstation von EcoFlow vorgestellt. Und es ist auch vielmals in Frage gestellt worden, wie wir diese Powerstation benutzen. Und jetzt im Urlaub hat sie uns wieder praktische Dienste getan. Deswegen wollen wir euch nochmals zeigen, für was so eine externe Powerstation neben unserer Bordbatterie notwendig und auch sinnvoll ist. Also während der Fahrt haben wir so viel Strom, den können wir gar nicht verbrauchen. Die Autobatterie ist voll. Wir haben unseren Kühlschrank auf Strom umgestellt und trotzdem produziert unsere Lichtmaschine zusammen mit den Ladeboostern noch so viel Energie, dass wir diese Powerstation mit nutzen können. Das heißt, wenn wir wo ankommen, dann ist die Powerstation in der Regel voll. Und wenn wir dann eine Fahrradtour machen, dann habe ich hier schon die Akkus liegen, die sind also fest angeschlossen. Das heißt, der Stecker ist fest angeschlossen und ich stecke das dann einfach rein und die Powerstation lädt dann unsere Fahrradakkus wieder auf. Wenn die Sonne scheint, kann man die Powerstation wieder laden. Das ist überhaupt kein Problem, da ist der Stecker fest drinnen bei uns. Ich brauche also hier nur den Wechselrichter anschalten und auf 1 drücken und schon lädt die Powerstation. Das Licht ist jetzt nicht rot. Das liegt daran, weil der Wechselrichter nicht eingeschaltet ist. Aber dann lädt die Powerstation auf, die jetzt vollkommen geladen ist. Und dann, was man uns die Powerstation gerettet hat, das war einen anderen Punkt. Wir haben immer die Angewohnheit, dass wir, wenn die Sonne scheint, weil wir 500 Watt Solaranlage haben, dann stellen wir unseren Kühlschrank auf Batterie um, um Gas zu sparen. Und wenn wir dann in der Nacht öfters oder am Abend vergessen, die Batterie abzuhängen, dann ist das Fahrzeug in der Früh tot. Es geht keine Klospülung, gar nichts mehr, weil die Batterie leer ist. Das ist uns jetzt in Dänemark wieder passiert. Und da haben wir eine ganz einfache Lösung mit der Powerstation. Die Lösung geht natürlich auch, wenn wir an Regentagen mal 2-3 Tage stehen und die Solaranlage lädt nicht auf, dann geht dann auch der Strom aus. Und dann nehme ich hier das Kabel, handelsüblich, nichts Modifiziertes, und das stecke ich einfach hier rein. So, und schon hängt unser Bürstel an Landstrom und die Batterie, die Aufbaubatterie, die lädt sich wieder vollkommen auf. Das ist einfach ein sinnvolles Zubehör und ich muss sagen, diese Powerstation, die wiegt 20 Kilo, okay, dieses Gewicht muss natürlich das Fahrzeug aushalten. Wer eine 400 Amperestunden Batterie als Bordbatterie hat, der braucht es vielleicht auch nicht. Wir haben 200 Amperestunden Bordbatterie
Und für uns zu diese Powerstation an Regentagen und wie gesagt, wenn so ein Unfall passiert, dass wir vergessen umzuhängen, dann tut die für uns gute Dienste. So viel zur Powerstation. Was wir schon häufig vorgestellt haben, das ist unser Heckgaragenregal, das die Firma Remectro für uns gemacht hat. Und also das ist natürlich altbewährt, hier die Liegestühle unterzubringen. Und da sieht man auch, da haben die Fahrräder ihren Platz und die Liegestühle, die können hier frei stehen und blockieren nicht das Herausnehmen der Fahrräder. Zu den Fahrrädern kommen wir gleich, aber wir haben ein neues Gimmick für die Heckgarage und das zeigen wir euch schnell. Wie überall gibt es auch bei den Womo-Fahrern solche und solche, ja. Und was jetzt, ihr habt den Schlauch in der Hand. Und da gibt es auch solche und solche, ja, nämlich diejenigen, die alles ordentlich und sauber immer zusammen aufgewickelt haben. Ihr braucht doch gar nicht weiterschauen, denn zu dieser Sorte gehöre ich nicht. Ich gehöre nämlich eher zu der Kuddelmuddel-Schlamper, ja. Aber auch die haben ihre Lebensberechtigung, so wie ich, ja. Und die müssen natürlich auch schauen, wie sie mit ihrem Schlauch zurechtkommen. Also dieses Schlauchsystem, dieses Flexible, hat sich für mich sehr gut bewährt. Das Problem ist nur immer, wenn ich die da rein tun wollte in diese Box, dann war es immer ein bisschen umständlich, das da reinzukriegen. Und da hat mir der Bernd Renz ein Gimmick gemacht. Und zwar hat er hier das ausgeschnitten. Weil es eine individuelle Blechbearbeitung ist, wie ich euch ja schon mal vorgestellt habe. Das ist jetzt hier ein Auszug und es ist kein Problem mehr. Das kann ich jetzt wunderbar hier reinlegen. So, und dann stopfe ich das da rein. Mache das Ganze nach hinten, mache den Hebel runter, sauber verstellt. Lieber Band, ich danke dir dafür, diese Idee von dir hat sich im Urlaub in Dänemark, wo ich es das erste Mal verwendet habe, sehr gut bewährt. Herzlichen Dank dafür. Ja, also Fahrräder dabei zu haben im Urlaub, das ist natürlich schon eine praktische Sache. Manche haben Roller dabei, manche haben diese neuen kleinen Roller, die zweirädrigen dabei. Wir fahren mit E-Bikes und die sind eigentlich recht praktisch. Erstens haben wir hier so eine Auszugschiene. Ja, die haben wir jetzt schon seit 6 Jahren, seit wir den Gustl haben, und die hält einwandfrei. Die hält auch das Gewicht von den beiden E-Bikes aus. Und ihr seht schon, da hängt ein E-Bike am Strom dran. Ja, wie ich es vorhin mit der Powerstation gezeigt habe. Fällt gleich runter. Und das ist jetzt auch der Punkt, den ich immer kritisiere bei unserem Wohnmobil. Dass als die Tür nicht richtig aufgeht, man muss sich da immer dazwischen zwängen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also hier sind unsere E-Bikes und die können wir relativ einfach rein und rausheben. Und es ist für mich das Wesentliche, wenn man Fahrrad dabei hat, dass das schnell rein und schnell rausgeht, weil sonst hat man keine Lust, das zu benutzen. Und das ist bei uns gegeben. Die Bikes sind von RSM Bike, da könnt ihr euch auch gerne mal erkundigen. Es gibt natürlich auch andere Hersteller, aber wir sind mit denen sehr zufrieden, weil die erstens gut zu verstauen sind und zweitens richtig ordentlich Power haben. Das wollten wir euch einmal zeigen, weil viele gefragt haben, wie nehmt ihr eure Fahrräder mit? Hinten wollen wir sie nicht drauf haben, weil das nicht so toll ist. Erstens verschmutzen sie recht, wenn sie hinten dranhängen. Und zum Zweiten ist auch die Diebstahlsgefahr natürlich gegeben. Die Träger übrigens, da gibt es von Thule einen ganz neuen, der war damals noch nicht auf dem Markt, wie wir die E-Bikes uns zugelegt haben oder wie wir den Träger einbauen lassen wollten. Aber mittlerweile gibt es einen von Thule, der ist von der Firma Wei aus Auendorf. Sind wir aber sehr zufrieden damit. In einem Video, 5 Alltagshelfer, ich verlinke das mal oben, haben wir Induktionskochplatten vorgestellt. Und ich habe damals gesagt, die habe ich ganz neu und die werde ich behalten. Und so ist es auch gekommen. Alle anderen haben wir zurückgeschickt. Die haben wir behalten und wir wollen euch jetzt auch sagen, wie wir damit zufrieden sind. Also erstens haben sehr viele von euch diese Platte gekauft. Ich habe das gesehen über Amazon und wir haben bis auf eine Ausnahme nur positive Rückmeldungen bekommen. Es waren etliche, die sich gemeldet haben und gesagt haben, sie sind damit sehr zufrieden. Von einem habe ich gehört, er hat sie zurückgeschickt, weil sie wohl den Strom nicht hundertprozentig reguliert. Wenn man das zurückdreht, dann geht es nicht analog zurück, sondern bleibt teilweise, obwohl es kleiner gedreht ist, mit der Spannung
Ich konnte das jetzt für mich so nicht feststellen, aber wenn jemand das misst, vielleicht mag so, ich habe es nicht gemessen. Tatsache ist, dass diese Induktionskochplatte eine ganz große Innovation ist. Das Kaffeewasser ist wesentlich schneller heiß und die geht über 2000 Watt. Unser Wechselrichter hat nur 1800 Watt, aber das ist ganz einfach. Ich dosiere die bis auf die letzten drei Punkte und die bleiben dann offen. Und das funktioniert bei uns einmal frei mit einem Wechselrichter von 1800 Watt, können wir die Platte sehr gut und sehr vorteilhaft betreiben. Wenn ich ein Pfannengericht mache, wo ich nur eine Kochplatte brauche, nehme ich auch die Induktionskochplatte. Ich habe jetzt genügend Erfahrung damit und Ossi und ich, wir sind beide sehr zufrieden und können die nach wie vor nur empfehlen. Ich bin auch gefragt worden, wenn die so klein ist, wird die nicht richtig heiß, weil die anderen Platten alle so groß im Vergleich dazu gewesen sind. Nein, die wird nicht heiß. Man kann die einwandfrei benutzen. Also wir haben auch schon vieles gekocht, was dann 20, 30 Minuten auf der Platte gestanden hat. Das war kein Problem. Und der nächste Punkt ist, ich kann sie leicht entsorgen. Also nicht entsorgen, sondern verstauen, wie man so sagt. Ja. Ich mache einfach meinen Backofen auf und da stelle ich sie rein. Und da habe ich wunderbar Platz drinnen. So, und schon ist sie weg. Wenn ich Wasser erhitze oder wenn ich was kochen will, dann hole ich sie raus, schalte meinen Wechselrichter ein und kann das mit der Platte ganz fix und super machen. So viel zu dem Thema. Als nächstes haben wir das Thema Glaskeramikversiegelung. Genau, das haben wir ja vor ungefähr 1,5 Jahren machen lassen und jetzt haben wir schon etliche Nachfragen bekommen, wie seid ihr eigentlich damit zufrieden? Und ich kann sagen, als Autowäscher, es geht einfacher, aber was Ordnung angeht und Sauberkeit, da ist die Gewicht der Ossi an das Wort. Also der Helle putzt unser Gustl halt einfach nur mal Wasser drüber, Schaum drüber, Abspritze, fertig. Und ansonsten, da meint er, es ist sauber, also Helle sauber, ja. Also ich bin da einmal nicht so ganz damit einverstanden, wie es dann sauber ist. Und weil manche Streifen gehen ja auch nicht ganz weg. Da gibt es dann aber hier so ein Wischtuch und zum Beispiel, es ist jetzt ein bisschen schwierig zum Zeigen, weil das Auto ist frisch gewaschen und es ist alles sauber. Aber wenn hier dann hier solche Streifen runter sind, macht man einfach hier so drüber und schwuppsdiwupps, es ist sauber. Also das ist eine tolle Sache. Das Einzige, was mich stört an dieser Keramikversiegelung, das ist, sind die Fenster. Also die Fenster müsste man eigentlich auch immer alle gleich nachwischen. Das ist ja gar kein Problem. Aber wenn es regnet und nachher trocknet, dann ist es dann an der Scheibe, sind da so richtige Streifen runter. Und das gefällt mir nicht. Das stört mich total. Also sollte ich wieder mal ein Wohnmobil versiegeln lassen, werde ich mir das ganz stark überlegen, die Fenster außen vor zu lassen. Wobei das nicht für die Windschutzscheibe gilt, denn ich muss sagen, die Windschutzscheibe auch. Da sind wir unterschiedlich, das müssen wir nur ausdiskutieren. Also meine Meinung ist, dass wenn die Windschutzscheibe voller Fliegen ist und es regnet drauf und ich mache den Wischer an, dann geht es alles weg ohne große Probleme. Aber die Ossi sieht da ja keine Probleme, weil die mache ja dann so und so, ich bürste sie dann weg. Ja? Ja. Ich habe es euch ja gerade erklärt, wie er sauber macht. Also da hängt die Hälfte sowieso immer noch dran. Okay, das mache ich natürlich dann auch alles weg, das ist kein Problem. Aber eben, wenn man unterwegs ist und es regnet und der Regen, geht runter in so Streifen, nachher ist es trocken, die Sonne scheint von vorne drauf, hat man lauter Striche, Längsstriche drauf. Und das stört mich einfach auch beim Sehen. Gilt aber nicht für die Windschutzscheibe, weil da ist ja der Scheibenwischer, der das wegwischt. Da, wo kein Scheibenwischer ist. Da sieht man es, aber das macht ja nichts. Ich schaue ja beim Scheibenwischer durch. Helle macht's nix, mir macht's. Also, da müsst ihr euch einig werden. Wir sind uns total einig. Also das ist eine Entscheidung, die auch jeder persönlich dann treffen muss. Ansonsten muss ich sagen, Glaskeramikversiegelung sind wir eigentlich zufrieden. Ja. So, und bevor wir jetzt zum Highlight kommen, nämlich zu den Fahrkünsten von der Ossi, das waren alles Produkte, die wir von unseren Kooperationspartnern haben. Wir machen eigentlich relativ wenig Werbung und wenn dann nur für Dinge, die sinnvoll sind. Wir haben eine Kooperation mit der Firma Remectro, mit der Firma Ecoflow, mit der Firma Insta360 und mit
RSM-Bike. RSM-Bike und auch die Versiegelung haben wir auch von Garzheider in Ettlingen machen lassen. Genau, so, und dann zur Firma Insta wollte ich nur sagen, da haben wir also diese Kamera her und die haben sie uns wieder ersetzt, wie ich sie verloren habe. Also auch das ist ein Kooperationspartner von uns. 360-Grad-Kameras, einige von euch haben sie ja schon ausprobiert. Ich möchte doch dazu sagen, dass die Firma EcoFlow jetzt im Moment Sonderkonditionen hat, genauso wie die Firma Insta360. Aber macht euch das selber kundig, wir wollen euch nichts aufreden. Wir wollen euch nur die Sachen vorstellen, die wir auch benutzen und zu deren Benutzung wir stehen, weil wir da auch Kooperationen haben, aber nicht wegen der Kooperation, sondern die haben nur, weil es nützliche Produkte sind. Ja, und wenn ihr euch ein neues Fahrrad zulegen wollt und zu RSM Bike geht, dann sagt unbedingt einen schönen Gruß von uns. Das hilft vielleicht auch noch. Gibt unter Umständen ein paar Euro Rabatt, ja. Ja, genau. Und was wir uns auch noch selber zugelegt haben, was ihr jetzt nicht im Bild seht, ich mache aber nachher ein Foto, wir haben eine neue Kamera. Die ist auch selber gekauft. Ja, genau. Klingt nicht alles gesponsert. Nein, eben nicht eine neue. Mal schauen, wie die Qualität von der ist. Und da wurde schon auf der Messe in Freiburg, hat man da schon gefrotzelt, weil im Helle die gezeigt wurde. Und als er dann ins Wohnmobil ging, hieß es gleich, die ist bestimmt schon auf dem Weg zu uns. Und jetzt fast, ist sie schon da. Und fast so ähnlich war es. Sie war zuerst nicht lieferbar. Wir mussten ein paar Tage warten, was für die Helle sehr, sehr, sehr anstrengend war. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber jetzt ist sie da. Sie hat gefilmt. Hoffen wir doch, werden wir nachher feststellen. Können wir uns einen Daumen geben, dann wissen wir, dass die Kamera gut ist. Ja, genau. Also, jetzt haben wir aber genug geschwätzt, oder? Ja, also das war's. Ihr seht jetzt noch ein bisschen Ossi fahren. Ja? Ja, und dann verabschieden wir uns gleich, was sie. Ja, man genau. Weiß ja nicht, wo sie hinrumpelt. Ja, ja, genau. Wer weiß, was da jetzt rauskommt. auf jeden Fall viel Spaß dabei. Gell? Ja, und Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss und bis bald wieder. Tschüssi. So, in ganz ungewohnter Fahrposition. Auf geht's, wir fahren los. Ob ihr es glaubt oder nicht, das ist meine erste Fahrt in unserem Gustl. Ich probiere es jetzt. Ich bin tapfer, ich bin mutig. Auf geht's, los! Thank you.
Ja, ich glaube, ich muss schon noch ein bisschen üben. Aber es ist ja auch angebracht. In unserem Bekanntenkreis war jetzt einfach schon so viel, dass ich einfach gesagt habe, ich muss es auch mal üben. Und ich werde das jetzt üben und werde es auch weiterhin verfolgen. Und Helle, hast du überlebt? Super. Und auf der Beifahrerseite ist es auch schön. Ja, da kann man schön entspannen. Ja, genau. Also ich werde in Zukunft weiter üben. Und ja, hier haben wir einen guten Platz, wo ich dann ein wenig üben kann. Bin sogar schon rückwärts gefahren, ein bisschen eingeparkt, habe ich schon auch geübt. Aber da muss natürlich noch einiges getan werden. Aber scheint Spaß zu machen.